Salve a tutti! Wunderschön, dass Sie da sind. Freut mich sehr. In diesem kleinen Clip, den Sie sehen wollen, geht es um das Gold. Das haben wir jetzt auch schon eine ganze Zeit lang nicht gemacht. Handelt momentan relativ ruhig, aber immer mal gucken. Sie sehen auf den ersten Blick, das ist der Chart, eine Kerze, ein Tag. Die Bänder sind sehr eng. Ja, die sind also hier 1451 und das obere ist gerade mal bei 1480. Das sind gerade mal 30 Punkte. Das ist nicht besonders viel. Da muss man immer mal mit rechnen, dass irgendwie eine Bewegung reinkommen kann. Ob die nach oben geht oder da unten, das sagt Ihnen das Bollinger Band nicht. Aber wir versuchen heute Abend, am Dienstag um 17:53 Uhr, wenn ich diesen Film anfange, mal ein bisschen durchzusteigen, was das Gold macht. Meiner Meinung nach befinden wir uns weiterhin in diesem Trendkanal, der mit der oberen Begrenzung, die ist sehr wichtig, 1490 vorweist, wenn wir hier drüber gehen. Die verliert jeden Tag ein paar Cent. Und um 22 Uhr abends da schließen, also über 1490, bevorzugt 4, 5, 6, 7 Punkte drüber, ist das ein Kaufsignal. Ansonsten hätten wir tatsächlich im Extremfall sogar Platz bis 1413. Das sehe ich aber nicht. Hier verbindet sich dann der Trendkanal auch mit der 200-Tage-Linie, die sehen Sie hier unten. Dieser ganze Bereich ist also hier vom Juli diesen Jahres ganz gut unterstützt, das ist überhaupt keine Frage. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier drunter gehen, halte ich für nicht gegeben. Ich werde also kurzfristig positiv über den Bereich von 1490 und kurzfristig negativ unter dem Bereich von 1449. Das ist dieser Bereich hier. Habe ich immer gesagt, wir sollten mal dahin gehen. Wir haben das jetzt ein paar Mal gesehen, getestet. Ich mache mal jetzt das Fadenkreuz raus. Wir haben das hier ein paar Mal getestet. Dieser Bereich kommt von hier hinten auch vom Juli und ist auch das untere Bollinger-Band, ist ein guter Support. Aber Supports sind dafür da, um auch mal gebrochen zu werden und Widerstände sind dafür da, um auch nach oben gebrochen zu werden. Die Technik ist momentan leicht negativ, sodass ich noch nicht glaube, dass hier irgendetwas passieren kann. Ich bereite mich folgendermaßen vor. Wenn der Markt über die 1490 geht, kann ich, und das schnell, kann ich mir einen Call holen, der relativ knapp hier irgendwo drunter liegt. So 1430. Da habe ich hier welche ausgesucht. Dieser hier zum Beispiel. Das sind 1429er. Jetzt muss ich mir meine Brille aufziehen. Ich habe nämlich neuerdings eine Brille, damit ich die Wertpapierkennung besser sehe. Die, ach herrlich, 1429,10. Das ist von Goldman Sachs. Das ist die GB644G. Wahnsinn, das kann ich von 1 Meter aus Entfernung sehen. Ich bin begeistert. Der liegt also irgendwo hier. Das wäre die Geschichte, relativ nah dran. Für die Leute, die sagen, naja, vielleicht gehen wir vorher nochmal hin und die aber dennoch im Gold investiert sein müssen, sollte man einen suchen, der unter der 200-Tage-Linie liegt und dann bitte nicht auf der geraden Zahl 1400. Da würde ich den Hebel dementsprechend mal zurückschrauben. Und lande dann, ach, das ist auch noch mit 30, ist auch noch zu viel, so ein 20er Hebel, das passt ganz gut. Das ist ein 1390er Open-End-Schein, das ist ein 20er Hebel, wie gesagt. Das ist von Goldman Sachs die GA7 TYG. Der liegt also hier unten drunter. Wäre für mich persönlich zu langweilig. Ich warte lieber, bis wir entweder hier nochmal auf diesen Bereich gehen und schaue, ob diese Unterstützung hier wirklich gut hält oder ob wir vorher hier rausgehen. Im Moment sieht die Aktienbörse gar nicht so schlecht aus. Deswegen, ich glaube momentan nicht, dass wir jetzt schon hier rausgehen. Ich denke, der Trade hat Zeit. Man muss hier nichts zu schnell machen. So, von dem Puts her ist es so, wenn wir unter die 1445 gehen, hat der Markt im Prinzip Platz bis die 1405, ganz grob. Und da bin ich bei einem Short folgendermaßen dabei mit einer Basis, die etwas drüber liegt. Da möchte ich schon ein bisschen Abstand haben. Eine 1500 wäre da eigentlich schon ganz angesagt. Und da gehe ich auf den Hebel von rund 31. Das ist also ein Put ebenfalls von Goldman Sachs mit der Kennnummer GB52 GM, Gustav Mahta. Das sind 1509er. Der liegt also hier noch ein bisschen drüber. Im Moment ein 31er Hebel. Aber der kommt für mich erst in Frage, wenn wir die Unterstützung brechen zwischen unterem Band, diesem Chartpunkt hier, da, wenn wir da drunter gehen. Vorher fasse ich den noch nicht an. Es ist relativ ruhig, aber das Gold nicht unterschätzen. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye, ciao.